Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell sagen werde, aber heute gibt's das letzte Favoritenvideo in diesem Jahr. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute gibt's die 10 Dinge aus dem Jahr 2020, die mir am meisten gebracht haben. Filme habe ich jetzt mal außen vor getan, weil da gibt es ein extra Video dazu. Das sind mehr oder minder jetzt Kosmetikartikel und Kleidung. Das ist das, was ich hier ja auch so ein bisschen behandle. Allzu schwäbisch sollte ich hier nicht sprechen. Und es ist auch ein bisschen Technik dabei. Und ich fange mit einer Sache an, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Locker. 20 Jahre. Also es kommt schon hin. Und das ist meine Lavalampe von Matmos. Ich habe mir damals tatsächlich eine originale Lampe gekauft und die hat mich jetzt schon super lange begleitet und hat sich halt auch immer herausgestellt, dass die Qualität, die ich dafür halt wirklich an Geld ausgegeben habe, dass die Qualität halt einfach auch super gut ist. Das ist bei diesem Wachs ist es so, dass du das nicht zu sehr erhitzen darfst, weil sonst gibt das Wachs kleinste Teilchen ans Wasser ab, dann wird das Wasser trüb davon. Und ich hatte die nie so mega, mega krass lange an. Also du darfst die Lampe nicht einfach den ganzen Tag brennen lassen, das sollte man nicht machen. Und ja, die Flasche, wie gesagt, hält jetzt schon 20 Jahre und ich habe diese Birne, die da drin ist, da ist noch eine normale Birne drin, weil durch die Hitze von der Birne wird ja das Wachs dann weich. Da ist immer noch eine normale Birne drin, muss ich auch noch nie austauschen. Klopfen wir mal auf Holz, dass das noch nicht so schnell passiert. Ich hätte jetzt nur mal Bock irgendwie auf eine andere Flasche, weil diese Matmos Flaschen, die kannst du extra kaufen. Und da hätte ich irgendwie, glaube ich, Bock mal irgendwie auf Blau-Grün. Macht mich irgendwie an, keine Ahnung. Früher war natürlich dieses Gelb-Orange für mich so ein super Ding. Mag sie auch immer noch unwahrscheinlich gerne. Und dass sie immer noch hält und immer noch so schön ist. Lavalampe ist einfach eine tolle Sache. Von Matmos gibt es jetzt auch so kleine mit Teelichter. Die müsst ihr euch mal angucken. Ja, erstes Teil, was ich halt wirklich mal ehren sollte. Müssen nicht immer nagelneue Sachen sein. Es können einfach auch schon alte Dinge sein, die euch ewig begleiten. Jo, das ist mein Mikro. Und mein Mikro wird meistens auf meinem Zweit- und Drittkanal eingesetzt. Drittkanal ist ja mein ASMR-Kanal, wo ich leider momentan überhaupt keine Zeit für finde. Auf meinem Zweitkanal meistens für die Lives oder wenn ich in einer Art Podcast über ein Thema spreche, dann ist es einfach schöner, wenn meine Stimme besser klingt und einfach ein bisschen sauber rüberkommt. Das ist dieses USB-Mikrofon von Blue Yeti. War schon ein bisschen teuer mit 130 Euro, aber das ist nicht das teuerste Mikro. Da kannst du noch wirklich richtig viel Kohle ausgeben. Und ich bin ganz stolz auf euch und auf mich, dass wir das hingekriegt haben. Denn das Mikro habe ich wegen euch kaufen können. Denn 2020 war auch mein erfolgreichstes Jahr auf YouTube, was das Geld betrifft. Also richtig heftig. Und ich habe da ja auch die Mitgliederfunktion bekommen auf meinem Zweitkanal. Jetzt habe ich sie hier auch, habe ich aber noch nicht aktiviert. Ja, dieses Mikro habe ich dank euch. Und das setze ich ja dann auch immer wieder gerade in Livestreams ein. Besonders in Livestreams, dieses Versprechen möchte ich an der Stelle geben, werden wir das Jahr 2021 dazu nutzen, dass wir einfach ein besseres Bild bekommen. Kann sein, dass ich mir da einen neuen Computer kaufen muss. Ne, weil ich einfach mehr Rechenleistung dann halt auch für die Livestreams brauche. Aber jetzt haben wir schon mal einen besseren Ton und das kann halt echt richtig viel. Das hat richtig eine beruhigende Wirkung, auch wenn du diese Livestreams von mir hörst. Super toll. Also, großer Fan davon, man merkt schon. Dann hatte Mutti in diesem Jahr immer wieder Kreuzschmerzen, das dann so schlimm war, also ich hatte ja Anfang des Jahres hatte ich Probleme mit der Schulter. Da hatte ich eine Sehnscheidenentzündung in der Schulter. Dann habe ich ja immer so eine, die habe ich jetzt auch immer noch so eine Stelle am Rücken, die sich so verkrampft. Und ein Freund von mir, der Marc, der hat mich dann auf die Idee gebracht, dass er einfach mal sagte, hey, ich hatte das auch, Rückenprobleme, ich bin halt auf dem falschen Stuhl gesessen. Das wird auch eine Sache sein, die ich für
2021 angehen muss, eine gescheite Sitzgelegenheit. Und jetzt mal für die Übergangszeit habe ich mir ein Sitzkissen gekauft. Ist ein bisschen obermäßig, I know, aber diese Dinger sind einfach grandios gut. Ich habe seitdem nicht mehr so starke Probleme mit meinem Rücken. Also wie gesagt, das ist schon mal diese eine Stelle und die verkrampft sich dann so und dann gehst du dieser Stelle natürlich unterbewusst aus dem Weg. Dann hast du irgendwann so Rückenschmerzen, habe ich jetzt seit einer ganzen Weile nicht mehr. Klar, ich sitze, schrägstrich stehe beim Arbeiten auch an einem Tisch, weil ich so einen richtig ergonomischen, hochfahrbaren Tisch bekommen habe. Wow, das ist natürlich auch so eine richtig krasse Sache, ne? Und ja, das war eine gute Investition. Gibt es bei Amazon, ich kann es euch mal unten in der Infobox als Affiliate-Link verlinken. Wenn es da noch nicht drin steht, das weiß ich noch nicht auswendig. Also guckt auf jeden Fall mal in die Infobox rein. Da gibt es das Sitzkissen für knapp 15 Euro hat es gekostet. Das war echt eine gute Investition. Im Jahr 2020 war auch endlich der Moment da, dass ich mir diese Sandalen gekauft habe. Ich war und bin noch nie ein Freund davon. Ich bin halt immer noch so minimalistisch eingestellt, dass ich halt einfach nicht so viel Sachen haben möchte. Und im letzten Jahr war es so, dass mir 3 von meinen Sandalen kaputt gegangen, die ich dann aber auch weggeschmissen habe. Und es war dann natürlich auch der Zeitpunkt, wo ich wusste, fürs neue Jahr brauchst du neue. Und durch Corona und alles war das so schwierig, weil die Sandalen immer weg waren und nie auf Lager. Weil ich habe halt so eine ganz, ganz gängige Schuhgröße mit 38 bei Frauen. Und als ich dann, ich habe immer wieder bei Aveso geguckt, ich habe immer wieder geguckt, gibt es die verdammten Schuhe, gibt es die verdammten Schuhe. Und dann habe ich sie gesehen, Gott sei Dank, und dann habe ich gleich mal zugegriffen. Das war auch eine richtig tolle Investition, die habe ich mir bei der Melly abgeguckt, die hat, glaube ich, die gleichen. Oder zumindest so in der Art, aber ich glaube, das sind die gleichen, was er hat. Und das sind die Vegetarian Shoes, sind somit meine zweiten veganen Schuhe, die ersten sind ja die Athletics. Und das finde ich eh immer toll, wenn ich so nachhaltige, vegane Sachen kaufen kann, da bin ich dann immer so ein bisschen stolz auf mich. Also auch das ist ein Favorit von mir aus dem Jahr 2020. Ein weiterer Favorit aus dem Jahr 2020 ist diese Only-Mantel. Ich kaufe nichts neu. Ich kaufe alles Secondhand. Fast alles. Alles, was ich nicht Secondhand bekomme, versuche ich nachhaltig zu kaufen. Manchmal komme auch ich in die Verlegenheit, dass ich Dinge nicht nachhaltig kaufe. Jetzt zum Beispiel meine Hausschuhe. Wenn es halt einfach nicht anders geht, kann man es halt auch nicht ändern. Und den mochte ich, zumal der ein schönes Innenfutter hatte. Ich habe so eine ganz blöde Größe. Ich bin 1,59 Meter groß, Tendenz kleiner, man wird ja mit der Zeit auch kleiner. Und ist es halt so, dass ich einen verdammt kurzen Oberkörper habe, zusätzlich halt eine große Oberweite. Und durch das, dass ich so einen kurzen Oberkörper habe, sind viele der Jacken nicht auf mich geschnitten. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich hatte 5 oder 6 Jacken hier, die allesamt nicht gepasst haben. Einfach mal gar nicht. Und bis ich dann den gefunden habe, gebraucht eben, hat es eine Weile gedauert. Da kam eben dann auch Corona dazwischen, weil du dann halt auch einfach nicht mehr so oft ins Postamt rennen wolltest. Du willst ja eben auch nachhaltig handeln. Und der war sozusagen meine letzte Chance. Und er passt. Er passt sehr gut. Und ich bin echt glücklich über ihn. Ich kann ihn jetzt leider auch nicht mehr anziehen, weil es zu kalt ist. Aber das ist so meine Übergangsjacke, weil ich immer diese Jeansjacke hatte, diese khakifarbene. Und die ja inzwischen halt auch nicht mehr so ganz sauber aussieht, weil ich ja angefangen habe mit Arbeiten. Und da sollte man natürlich auch so ein bisschen darauf achten, wie man rumläuft. Deswegen gab es dann den Mantel. Der hat mich auch nicht viel gekostet. Preis kann ich euch echt nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Aber viel war es nicht. Kommen wir doch mal zu einem offensichtlichen Favoriten. Ich habe mir eine Gleitsichtbrille machen lassen. Ich und die Brille, wir hatten unsere Auseinandersetzungen am Anfang, weil Gleitsicht, da musst du dich dran gewöhnen. Also du musst dich einfach dran gewöhnen, dass wenn du in die Richtung guckst, den Kopf mitbewegen sollst. Inzwischen funktioniert das 1A. Aber die ersten 2 Wochen waren echt bitter. Da ist mir zum Teil wirklich schlecht geworden hier. Ich habe jetzt noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich im Boden laufen würde.
Die Brille hat 55 Euro gekostet, also das Gestell, das ist kein Markengestell, aber ich habe mir einfach den Spielraum gelassen, bis 600 Euro, das Geld habe ich halt gespart und da gucke ich halt nach Gestellen. Und habe dann die gefunden, die halt für 55. Nee, ich wollte halt was Größeres haben. Metallränder haben, stehen mir nicht. Steht mir einfach nicht. Ich finde die Brillen so schön, die es da auf dem Markt gibt. Gerade von Ray-Ban und so. Aber das sieht ein bisschen dumm aus. Das sieht nicht schön aus. Ich habe echt so viel probiert, wo ich mir echt gedacht habe, boah, scheiße. So schön, aber es sieht zu bescheuert aus. Und bin dann bei der hängen geblieben, weil die halt was größer ist, ne? Also ich hatte dann noch eine für 100, kann mich noch dran erinnern. Und die war ein bisschen kleiner. Und dann die, weil die ein bisschen größer ist, fand ich die halt echt schon super nice. Und schwarz ging irgendwie auch nicht, wegen der Haarfarbe. Das wäre einfach zu hart gewesen. Und ich bin dann eben bei dem Braun hängen geblieben, was ja auch ganz toll ist. Die Gläser waren dann natürlich der Hammer. Ich habe insgesamt 508 Euro ausgegeben. 55, die Brille könnt ihr euch vorstellen. Und ich habe sogar noch Rabatt gekriegt bei Pro Optik. Das war ja auch noch mal so eine Sache, die wäre dann normalerweise teurer gewesen. Gut, ich wollte an den Gläsern auch nicht sparen, weil ich genau wusste, ich, wie sagt man, ich muss die viel tragen, ich muss viel lesen, wenn ich jetzt anfange mit Arbeiten oder jetzt angefangen habe mit Arbeiten. Und ich muss einfach was auf die Nase setzen, wo ich schauen kann, ne? Und deswegen habe ich an den Gläsern gar nicht gespart, habe da was gleich was Besseres reingemacht. Nicht das Allerbeste. Ich bin zufrieden inzwischen. Ich habe immer noch so Momente, wo es noch nicht hundertprozentig funktioniert. Aber das braucht halt seine Zeit. 508 Euro, ich habe lange gespart darauf. Ich habe mich ja auch immer mitgekriegt, wie ich diese No-Spend-Days hatte, die ich immer noch habe, weil ich immer noch spare. Und ja, die Brille konnte ich mir kaufen und ja, habe keine Kopfschmerzen mehr, kann schauen und das war wie so ein, als ich das auf hatte, das war wie, als wenn so ein Stein vom Herzen fallen würde. Ich habe so schlecht gesehen irgendwann. Irgendwann konnte ich die Sachen halt auch so, die ich lesen musste, nicht mehr sehen. Nicht mehr so richtig, alles verschwamm schon. Wurde Zeit. Ich habe mich dann auch endlich entschlossen. Ich glaube, der Leon hatte da einen. Ja, genau, der hat einen Rabattgutschein. Und Rabattgutscheine überzeugen ja auch ganz oft. Ich habe mich endlich entschieden, diese Nachtcreme zu kaufen, die reformuliert wurde in dem Jahr. Und jetzt hat es da halt fünf Ceramide drin. Ich habe die vorgestellt. Müsst ihr euch mal das Video angucken. Und immer, egal ob es morgens oder abends ist, immer, wenn ich eine gereizte Haut habe. Wenn ich mir irgendwie es wieder zu weit mit Säure betrieben habe, beispielsweise, oder irgendwie was Falsches aufs Gesicht gepackt habe, oder meine Haut einfach zu trocken ist. Ich habe an manchen Stellen hier, die sind ganz häufig zu trocken. Da schuppt sich dann alles. Und es juckt dann irgendwann auch, gebe ich die drauf. Und hinterher ist erledigt. Die ist so gut, die Creme. Die wird definitiv nachgekauft. Die kostet natürlich mehr. Es ist aber auch viel. Guck mal meine Hand an. Also da hast du eine Weile lang dran. Colibri ist eh so eine Marke, die für mich echt mega interessant ist. Zum einen, weil sie halt eben duftstofffrei arbeiten und sie eben mit hochwertigen Inhaltsstoffen arbeiten. Die vom Preis her sind sie nicht so schlimm. Die Packungen sind nur so groß. Also man muss sich hundertprozentig darüber auch im Klaren sein, dass man die Sachen auch aufbraucht. Und die wird definitiv nachgekauft. Die ist so mega gut. Also Face Theory hat so eine ähnliche. Die wollte ich auch noch ausprobieren. Aber hey, ehrlich, jedes Mal, wenn meine Haut so ein bisschen rebelliert hat, habe ich die Nachtcreme drauf getan, die ja jetzt mega fettig ist oder so. Die zieht so toll ein in die Haut, habe ich die drauf gemacht. Am Tag danach war die Haut in Ordnung wieder. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann euch wirklich, gebt nicht für so viel Schnickschnack Geld aus, gebt Geld aus für was Gutes. Und Colibri bringt es halt einfach auch. Gerade diese Duftstoffgeschichte und so ist halt echt auch wichtig. Und der Leon hat jetzt einige Produkte, glaube ich, Niacinamid und ein AHA mit Colibri zusammen rausgebracht. Da kommen anscheinend noch mehr Produkte. Bin ich gespannt.
und werde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn ich mal ein paar Sachen leer habe. So, jetzt habe ich ein paar Sachen hier in der Hand. Und es soll dafür stehen, dass ich No kennengelernt habe. No Make-up. Das erste Serum war ja grandios. Daraufhin hat mich die Caro gefunden, die Caro Kroll. Und da ist dann diese Zusammenarbeit hier entstanden, was auch eine richtig tolle Sache ist. Das sind die Produkte, die ich hier auch noch habe. Nicht mal alle getestet habe. Das hier ist noch voll. Ist halt immer so eine Sache. Ich gucke halt auch, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass ich eben die Sachen auch verwenden kann und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, die Sachen kaputt gehen. Ich schenke viel auch her, das auch, ja. Aber wenn es einfach überhaupt keinen Sinn macht und das einfach Produkte sind, auch die ich so nicht verwende, dann lehne ich solche Sachen zu 99% meistens ab. Und das ist es meistens. Und ich mag No total gerne. Stößt bei manchen Leuten tatsächlich auch sauer auf, No, weil sie halt relativ teuer sind in ihrem Dasein auch. Aber ich komme mit der Marke unwahrscheinlich gut zurecht. Finde es toll, dass sie eben auch was jetzt rausgebracht haben, komplett ohne Duftstoffe. Die Metalltuben sind total hübsch und ich mag die Creme total gern. Die würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil sie für mich einfach einen Tacken zu leicht ist. Da würde ich aber auch mal die Babycreme ausprobieren von DM. Die soll in ihrer Art und Weise ja auch ähnlich sein. Aber jemand, der irgendwie so eine leichte Feuchtigkeitscreme brauchen kann, für den ist es vielleicht gar nicht mehr so übel. Das Retinol auch echt super, wenn ich gerade im Leermachen. Oder das Lippenbalsam ist auch ganz besonders. Das klebt halt überhaupt nicht auf den Lippen. Das zieht sofort ein. Ich hatte sowas in der Art auch irgendwie noch nie. Das ist eine wunderbare Marke, die ich da kennengelernt habe. Und falls du das siehst, Caro, beste Grüße an dich. Machen wir weiter mit der Face Theory. Und das waren so meine Cleanser aus dem Jahr 2020, die ich richtig stark gefeiert habe. Da werde ich mir mal die verbesserte Formulierung holen. Die haben bei Face Theory immer noch eine stärkere Version von der Sache jetzt draußen, was ich ganz interessant finde, weil den habe ich echt gefeiert. Was ich allerdings nicht mag, ist, das macht leider Face Theory auch, dass sie empfehlen, solche Produkte einmal am Tag zu verwenden. Das geht bei mir nicht klar und bei jemand, der eine empfindliche Haut hat, erst recht nicht. Bei Säuren muss man aufpassen und wer Säuren verwendet, muss Sonnenschutz tragen, weil du eben der UV A-Strahlung noch mehr ausgesetzt bist und das Hautkrebsrisiko erhöht wird, wenn du keinen Sonnenschutz trägst. Also, wer sowas aufträgt, muss Sonnenschutz tragen. Und der war richtig klasse. Also, da hatte ich so ein richtiges Leuchten auch auf der Haut drauf. Der hat echt am allermeisten geleistet. Wie gesagt, ich probiere da jetzt mal die Pro-Version. Das nennt sich immer Pro. Und ja, auch da heißt natürlich erstmal aufbrauchen. Das ist vielleicht, wenn es hochkommt, noch zwei Anwendungen drin. Aber man merkt, ich habe das Produkt gefeiert und geliebt. Genauso wie den Vitamin C Cleanser. Das war das erste Produkt, was ich von Face Theory bestellt habe, letztes Jahr im Oktober. Und auch hier ist noch ein bisschen was drin. Darin merkt man, auch das habe ich verwendet und gefeiert natürlich. Der ist bloß, also beim ersten Mal ist dann so ein Pumpspender gekommen. Ich finde diese Gläser nicht wirklich geschickt, muss ich sagen, weil ich dann auch eine kleine Person bin und nicht die allerlängsten Finger habe. Wenn du mal wirklich, daran merkt man das halt auch, wenn du mal wirklich am Boden angelangt bist, tust du dir schwer, dass du die Sachen da dann auch rausbekommst. Aber es ist halt eben auch eine nachhaltige Variante. Man darf sich aber von sowas auch nicht täuschen lassen, denn Glas bedeutet immer, das Produkt ist schwerer und es wird mehr Benzin, Energie verwendet, erstens um das Glas herzustellen, zweitens um das Produkt zu transportieren, weil es eben schwerer ist, weil es ein Glas ist. Also lasst euch da nicht zu sehr blenden. Also Glas ist nicht immer cool.
Wie gesagt, Face Theory, da wird es im nächsten Jahr noch einiges dazu geben, weil ich die Marke ja einfach echt enorm feiere und die haben so viele neue Produkte draußen. Ich werde testen, aber muss ich erstmal einiges von meinen Sachen, die ich hier noch habe, aufbrauchen. Die letzte Sache, die auch erst relativ spät im Jahr zu mir gekommen ist, ist Laris. Und von Laris habe ich jetzt auch schon zwei Videos gemacht. Versuche das jetzt mal nicht so mega viel in die Kamera zu zeigen, weil es hat doch ein bisschen blendet. Laris hat einfach eine wahnsinnige Qualität für einen geringen Preis. Ich habe mir dann die 025 gekauft. Das ist ja das Parfum oder der Dupe zu Coco Mademoiselle. Das war wirklich das erste, was mir sehr schnell ins Auge gestochen ist. Und die Flaschen sehen allesamt so aus. Also die sind alle gleich. An der Sache wird natürlich dann auch gespart, weil man ein gewisses Maß an Qualität halt eben liefern möchte. Mit 20 Euro bist du ungefähr bei 50% von einem normalen Parfüm. Diese Produkte hier sind nachhaltig, werden nachhaltig versendet. Und sind vegan. Das ist natürlich der wichtige Aspekt, weil bei diesen großen Marken, da kannst du dir sicher sein, dass die Marken halt nicht vegan agieren. Das sind vegane Inhaltsstoffe. Es gibt eben bei Parfums eben auch unvegane Inhaltsstoffe, wie jetzt fällt mir nichts ein. Ja, ihr wisst, wie gesagt, Moschus, genau. Moschus ist ja auch nicht vegan beispielsweise, aber da gibt es noch einige andere. Und Laris arbeitet eben vegan und die Qualität ist grandios. Du riechst so lange nach dem Parfüm, das ist einfach super. Und ich möchte mich nochmal bei der Abonnentin bedanken, die mir das vorgeschlagen hat. Und ja, habe schon drei neue Parfüms in meinem Warenkorb, die ich mir dann holen werde, hundertprozentig. Was sind deine Favoriten aus dem Jahr 2020? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Das ist das letzte Favoritenvideo in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.